Auch? Ansonsten können, auch? Wir, ansonsten können wir jetzt auch aufnehmen. Also manches habe ich schon aufgenommen. Ja, ich, manches habe ich ganz unverfänglich hochgeladen. Ja, zum Beispiel, als Nephios gesagt hat, dass er seine Zuschauer disst und ausraubt, habe ich alles auf Band. Oh, und wenn nicht, dann habt ihr es jetzt gehört. Dir nichts mehr. Gib das dir nichts mehr. Wort an die Jugend. Gib nichts mehr. Gibt alles dem Franz. Bitte nicht. Nee, ich brauch das ja nicht. Schrammo verdient weniger. Ja, kann ich leben. Gebt mir euer Geld. Punkt. Ja. Gebt mir euer Geld. Ich wüsste wohin mit dem Geld, aber. Pff, ach, I'm starving. Oh Gott. Mein ganzes Haus will mit Essen. So, liebe Leute, während die da gerade über Geld sprechen und übers Verhungern, nehmen die hier mal eine Bodenprobe. Boop. Also nehmen wir jetzt gerade tatsächlich schon auf. Okay. Hi. Hallo Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life in the Woods. Hallöchen, Puppöchen. Das mit dem Wald. Wir sind zu siebt. Ich sehe, ach scheiß, Audacity liegt über meinem... Sechs Leute. Okay. Das ist immer noch als eine Hand. Deine Mama ist heute nicht mit dabei, das kann ich nicht sagen. Nein, das sind Franz und sein Ego. Weil meine Mama gestorben ist, vielen Dank, dass du dich daran erinnerst. Aber es fehlen nur zwei, Moonrahmen fehlen nur, ne? Nee, und Ricky fehlt auch. Ricky? Ja. Naja, Morgame, gut, die gibt's ja auch noch, stimmt. Stimmt, ja, der war ja einmal auf dem Server, habe ich gesehen. Und wer fehlt noch? Eine fehlt noch. Ari. Genau. Ari. Die war auch mit Morgame zusammen auf dem Server. Die waren zusammen. Gerüchte. Oh, ja, das ist Gerücht in die Welt setzen. Man munkelt, man munkelt. Die wohnen ja auch seit 2 Monaten, glaube ich, zusammen. Das ist nicht jetzt schon keine Ahnung, nicht das alles. Ist jetzt wirklich nur ein Gerücht. Ich habe keine Ahnung. Die wohnen tatsächlich zusammen, aber okay. Aber okay. Dachte ich mir fast. Ich wollte es nur jetzt in die Welt setzen. So ein Bastardkind. Was kann man jetzt eigentlich Hübsches aus... Nephias, du bist doch ein No-Lifer und lebst quasi in der Minecraft-Wiki. Was kann ich mir Hübsches aus Glowstone machen, um coole Lampen zu bauen? Glowstone-Lampen. Ja, aber... Guck cool. doch einfach in die Rezepte. Echt mal. Du hast so ein Easy-Crafting-Table, oder? Jetzt, ja. Ich wollte... Wow. Leute, guckt mal, ich habe voll das schöne Feld ausgebaut, wieder offscreen, weil ich habe vergessen, dass ich nicht aufnehme. So, ich komme auf den Server. Ich leg da irgendwie... Ich habe Glowstone und Netherwarzen und all so ein Zeug in die Kiste gelegt, komme zu meinem Haus und habe halt noch mein Inventar voll und denke mir so, ja, ach, da guck mal, das könntest du noch machen. Du fängst das schon mal an und dann weißt du bei der Aufnahme, was du machen willst. Oh, fertig. Also Leute, wir haben jetzt kein Gravel mehr. Danke fürs Zusehen, das waren jetzt 5 Stunden Minecraft am Stück. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Oh, scheiße. Wollen wir schlafen eigentlich? Ja, so lass mal bisschen? Schlafen. Gehen, ich bin gerade weggegangen. Ich bin auch gerade unterwegs. Schlafi, kommt schon, Leute, kommt schon. Aber ich bin auf dem Weg zu Isa, also schlafe ich da gleich einfach. Okay. Komm in mein Bettchen. Ja, immer doch. Ach scheiße, ich brauch doch gar nicht so viel. Weißt du, ich nehme mir so ein 16er Stack Netherwarz. Ich brauch doch gar nicht so viel. Kann man auch anschließen. Also ich weiß nicht, wie ihr euer Minecraft organisiert, aber ich habe mir bei mir eine große To-Do-Liste hingestellt, damit ich immer weiß, was ich zu tun habe. Ja, ich habe hier auch, geh in den Dschungel, sammel irgendwas, damit du einen Komposter machen kannst, geh nach Hause, baue das Restaurant. Und ganz unten steht, hoffe darauf, dass Nephi wieder einen Haufen Fische mitbringen. Nicht aber den Fluch, nur die Fische. Aber auf dieser Liste fehlt definitiv, wenn du einen Komposter hast, den Komposter drehen. Ja, hat True eigentlich nur mir den Komposter geschenkt hier, den Komposthaufen, oder hat True allen einen geschenkt? Nee, ich hab nur dir einen Anführungszeichen geschenkt. Okay, das ist was Stickiges vor die Tür. Ja, ich weiß. Wollen wir schlafen? Ich bin gleich da, stress mich nicht. Ich lag schon im Bett und dann habe ich eine Erschütterung der Macht gespürt. Irgendjemand war nicht im Bett. So um die Leisten. Ich dachte, du hast gefurzt. Ich sehe Wuschel schon auf mein Haus zu laufen. Ich mache dir die Türen auf. Yay! Lass uns epische Musik mit dem Mund erzeugen. Das wirkt dann epischer.
So Schätzelein, ab ins Bett. Alle meine Entchen. User was kicked from the server. User was kicked from the server. User was kicked from the server. Jetzt legt euch schlafen. Ich schlafe doch. Hallo, bisschen Vorspiel muss auch mal sein, Mann. Irgendwie erahne ich mir für diese Folge 3 Minuten Watchtime, wenn ich. Ja, ja, genau. Zu der Stellung, dann, ey, Alter, und niemand guckt sich dieses Projekt auch nur andersweise an. Nie wieder. Puschel, hier sind noch deine Sachen drin. Das ist deine Kiste. Was? Das ist deine Kiste, hast du deine Sachen gelassen. Das ist Dagi B. Dagi B! Ey, die hab ich euch geschenkt, Mann. Ja. Ich hab Dagi B vergessen, es tut mir leid. Ist nicht so schlimm. Dagi B. Ja, du musst jetzt auspressen. Ich hab auch schon bei mir extra Bienen da reingepackt. Dagi Bee muss jetzt ausgepresst werden, so wie sie ihre Zuschauer auspresst. Wie baue ich das? Das ist nämlich symbolisch. Ja, du musst ja so einen machen, so ein Ding, wie ich hier stehen habe, so ein Bienenkorb-Dings-Nest. Ach genau, da kann ich eigentlich Apiary. Ich guck mal gerade hier. Nico schreibt jetzt auf seine Liste Apiary. So. Apiary. Wie schreibt man das ab? Dass ich mich dabei nicht verschrieben habe. A-P-A-I-R-Y. Du schreibst einfach irgendwas hin. Ja, so wird das bestimmt geschrieben. Ich habe mich nicht verschrieben. A-P-A-R-Ü, also Y hinten. A-P-A-R-Ü. Achso, ich dachte mit Ü. Ü, A-P-A-R-Ü. Sag mal, wie ist denn das, wenn ich die Sachen aus diesem Apiary rausnehme? Dieses Honeycomb, das ist fertig, aber dieses Wax, das brauche ich mir nicht. Das ist Müll, das kannst du wegschmeißen. Oder ich sammle das auch, ich habe keine Ahnung. In den Komposter. Oder in den Komposter werfen, ja, genau. Alles in den Komposter. Ja, und wenn die Biene halt leer ist, packst die Biene nochmal in ein Crafting Table, dann kriegst du Royal Jelly raus und dann hast du hoffentlich Maden gekriegt von der anderen Biene. Ja, ich hab die tust du zusammen. Ich hab eine neue Biene. Nice, ich hab ganz viele Maden, deswegen. Also Larven, also. Ne? Also hier, ich hab so 5 Larven, voll gut. Ja, genau, und die musst du dann mit der kaputten, also die kaputte Biene musst du Royal Jelly draus machen. Kaputte Biene und jetzt, die Musik ist gerade so laut, was soll das? Ja, das bin ich, hallo. Ich hab da mal eine Frage an dich, ich hab gesehen mit deiner Bodenprobe, wie funktioniert das mit Bodenproben, was das machst du damit? Das mit Bodenproben funktioniert so, dass du dir erstmal eine Bodenprobe mit dem Soil-Test könnt ihr bitte noch mehr Bodenproben sagen? Rechtsklick, jetzt werde ich gerade von einem Zombie-Kit angegriffen, einen Moment. so am Telefon, nein. Einen Moment. Einen Moment, bitte. Und, den Hörer beiseite legen. So, dann baust du dir Krüge. Das müssen allerdings gebrannte Krüge sein. Und was bringen dir diese Erdproben? Ja, das kommt doch gleich, ich lasse mich mal ausreden. Achso, ja, okay. Oh, nee, also, ja, das ist keine unglaublich. Zu, weil jeder über mich redet. Da braucht man dieses ganze unterschiedliche Holz für, ne? Lass oder? Den Mann doch reden! Ich mach jetzt Glas, dann kann ich das auch machen. Du nimmst mit dem Soil-Test-Kit quasi das Biom mit dir mit. Ah, geil. Und dann packst du das da in den Krug und dann hast du es da drin. Das heißt, ich kann mir einen Dschungel in die Arktis holen. Ey! Das ist perfekt für Honeyball eigentlich. Oh. Ja, ich brauche das auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall. Isa will schon wieder Schläge aber, hier. Aber, ich habe dir doch nur lieb über die Haare gestrickt. Das tat aber weh. Ja, das hat geziebt. Vorsicht, ich glaube, das geht nicht. Du kannst nicht zum Beispiel mit Bone Meal dann darauf klicken und dann steht da Gras oder sonst irgendwas Ähnliches. Leider. Und zum nicht. Anbauen praktisch. Genau. Okay, sonst würde ich dann nämlich einfach Fiber mitnehmen aus Nadelwäldern. Für dieses Bienending, so da braucht man noch dieses ganze unterschiedliche Holz, ne? Ja, du brauchst nur Holz. Ach so. Eine Holzsorte. Das wechselt nur durch, weil du das auch nehmen kannst. Du kannst theoretisch jede Holzart nehmen. Okay. Weil ich hatte hier hinten ein Feld ausgehebelt und das wäre ja ganz sinnvoll. Da wollte ich erst eigentlich so hier diese Dingenserde reinmachen, diese verbesserte Erde. Okay. Aber. Kompost? Ja, die Komposterde halt. Ja, ist glücklicherweise seit, ich glaube, einer Woche liegt das hier schon in meinem Komposter. Oh, jetzt ist ein zweites entstanden. Habe ich jetzt 2 Kompostblöcke. Ja, du das musst den Kompost drehen. Gelohnt. Ja, und du musst natürlich mal gedreht werden. Täglich. Und natürlich auch der Server laufen und das Gebiet geladen sein. Das ist halt immer so eine Sache. Oh. Aber ich hasse diesen Wald. Er ist so dicht. Ich benutze ja diese einfache Kompost-Variante, dass wir mal gucken. Billige. Ja, mit Kompost-Bin funktioniert das Ganze. Das ist das quasi Bone-Meal, aber mit Kompost. Ja, daraus kann ich Garden Soil machen. Und wächst das dann auch biomunabhängig gut? Oder müsste ich das auch mit diesem komischen Soil-Kit bearbeiten? Wert, nein. Garden Soil, was? Naja, ich habe jetzt ja hier dieses, ich habe jetzt Garden Soil, das ist diese Komposterde. Bist du?
Mhm. Achso, das ist wieder was anderes. Das kenne ich noch gar nicht. Nee, dann, geh mit damit weg. Ich will davon gar nichts. Geh mit damit weg. Oh, da ist etwas gewachsen in meinem Blumenbeet. Majestätisch. So würde ich es auch beschreiben. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir keine Penisse bauen sollen. Ja, das ist auch schöne ungesehen. Blume. Ja. Das ist faszinierend. True hat tatsächlich eine Liste, auf dem steht, was er machen muss. Das ist richtig. Und damit, Leute, seht ihr das erste Mal jemanden, mit dem ich quasi togethere. Hier ist jemand auf dem Server sichtbar. Hey. Ach, hat er sich eine Ingame-To-Do-Liste aufgehangen? Ja, komm. Ach, cool. Ich fühle mich dann übrigens Applaus ein. Ah, cool. Okay, echt? Jubel. Das Bambus. Bambus. Endlich. Bambus. Meine lange Reise für Bambus in den Dschungel. Deine Reise für Bambus in den Dschungel hätte auch die Reise in meinen Keller sein können. Oh, Moment, was? Ich hab meine Leine nicht mitgenommen. Alter Perfboy. Unglaublich, ey. Jetzt hab ich diese tolle Gartenerde, auf der kann ich rumspringen, wie ich will. Die geht nicht kaputt. Geil. Nice. Oh, nein, das ist... Nein. Weißt du, was traurig ist? Gronkh hat in seinem RP schon ein Lagersystem und ich noch nicht. Das ist eigentlich traurig. Oh, oh, schon irgendwas hat. Vor allen Dingen, weil du deutlich mehr Zeit in das Ganze steckst. Ja. Nee, eigentlich ja nicht. Also, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, war ich nicht mehr hier drauf. Also, Schlimm. Ich brauch auch noch eins. Logos. Nee, von Logos. Ich muss aus diesem Loch kommen. Wollt ihr mich verarschen? Allerdings auch ein Lagersystem, aber schon seit Tag 1. Das sind das Together to True nicht gut. Der schreibt seine Liste jetzt immer länger und dann kann er nicht mehr aufhören. So. Ich bin jetzt 3 Stunden in den Dschungel gelaufen, um dann letzten Endes 4 Bambus du ganz wegzuhauen. Viel, da ist ganz viel Bambus. Aber ich habe jetzt schon Bambus, das ist es ja eben. Ja, aber da gibt es so viele verschiedene Sorten. Platz, wie mache ich Rucksäcke? Leder. Habe ich. Hast du 9 Leder? Bitte? Hast du 9 Leder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du brauchst nur 8 und in der Mitte eine Farbe oder sowas. Mhm. Und dann brauch ich nix halt. Boah, voll fett. Wie? Und dann kann ich den einfach bauen? Ja. Das ist ja du so kannst ähnlich einfach wie craften. Cheap. Das ist Minecraft. Du kannst du sogar größer machen. Und eine Workbench einbauen. What? 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 Alles klar, GG. Ich habe 2 große Rucksäcke und einen kleinen. In dem einen ist mein Werkzeug, in dem anderen sind Blöcke und in dem anderen ist Gemüse. Sowas von gewonnen? Ich habe Spielzeug gewonnen quasi gerade. Ender dran ist besiegt. Was ist das denn jetzt? Ja. Hä? Warte mal, dann steht das nicht. Du, apropos Enderdrache, stehen hier eigentlich Portale offen? Ich habe da so ein komisches Portal auf dem Atlanten gesehen. Nee, Portal? Das ist kein Portal. Das sind nur eine Wegmarke, die wir gesetzt haben. Ah, genau. Ich verstehe. Vor allen Dingen für die Leck-Biome habe ich die mal gesetzt. Ja. Ich zeig das auch mal meinen Zuschauern. Da guckst du FPS Drop Area. genau. Biomen. Wie kann ich die Backpacks benennen? Benennen geht, glaube ich, gar nicht. Doch, geht. Im Amboss geht das, glaube ich. Nee, du kannst irgendwie direkt benennen. Ja, ich habe meine auch benannt. Sind das die? Okay. Meine heißt, das heißt Pflanzen und Co. Du kannst die irgendwie umbenennen. Irgendwas, irgendwas mit C drücken oder O drücken, während man die... Nein. Weiß nicht, mal irgendwas. Ja, was? O? O? Nee, O machst du alles aus. Dann probiere ich mal C. C geht ja, ich weiß nicht. Irgendwas hat man auf jeden Fall machen können, um die umzubenennen. Ja, Shift und Klick. Shift-Klick und du kannst sie umbenennen. Merke für die Zukunft immer Schwert ausrüsten, falls du von einem wilden Piranha angegriffen wirst. Gut. An Land. Nee. Tja, wurde ich wirklich an Land angegriffen, dann solltet ihr vielleicht meine Sichtweise gucken. Da steht ein bärtiger Mann vor meiner Tür. Hallo. Hallo. Du hast den Pony, darfst du streicheln? Ja, du darfst streicheln. Look at my horse. Mein Horst ist schön. Ein Pony Horste und ein Pferd auch. Gib mir der Lick. Auch ein Pferd, das ist ja auch gigantisch. Ist doch cool, ich will auch ein Pony haben. Jetzt habe ich so einen Komposter, was mache ich damit? Schwanz ist hot.
Den Kistenkomposter oder welchen hast du jetzt? Den Kompostbin. Ja, da packst du einfach, zu wie vielen Anteilen grün und braun war das, Schramo? Brauchst du gar nicht, das ist der einfache, der Kompostbin ist der einfache, da kannst du einfach irgendwelches Zeug reinballern. Nein, sie hat den Kompostär, hat sie gesagt, diese Kiste. Es heißt Kompostbin. Ja, Kompostbin. Achso, Kompostbin kannst du alles Grüne reinschmeißen. Von den ganzen Blumen, die du nicht brauchst, das ganze Gras und all den ganzen Scheiß. Und ich packe mal Sugarcane und Bambus rein. Okay, und in das andere Ding schmeiße ich Dagi B einfach rein. Und genau, in dieses Apiary, ja, das habe ich gebaut. Okay. Aber wisst ihr, was man noch in die Bins reinschmeißen kann? Jetzt kommt's. Nicht nur Prügel, sondern auch Stöcke. Ja, richtig, Stöcke. Kannst auch ohne eine Stöcke reinschmeißen. Es ist ressourcensparender als Holz normales. Okay. Ja. Wo stelle ich Dagi B denn hin? Da. Ihr habt alle so viel davor. Und Achtung. Ich glaube, ich habe nichts. Wenn keine jemand Sugar Sorge. Cane haben will, bei mir gibt's gratis Sugar Cane von meinem Haus. Und keine Sorge, weniger als Rahmschnitzel kannst du gar nicht haben. Doch, der hat Grafikfehler. Immerhin, Alter, immerhin. Fand die Folge aber sehr unterhaltsam. Ich fand das Opening gut. Nee. Ja, das Opening war super. Danach hat er angefangen zu sprechen. Oh. Ja. Bergab, ganz genau. Wollt ihr auch schlafen oder ich bin sterbe ich diesmal im Wald? Aber ich bin auf der Reise zu dir, Franz. Wenn du mir ein Bettchen frei hältst, dann könnte das was werden. Ja, naja, ich bin ja nicht zu Hause. Ich bin ja auf dem Weg in den Dschungel oder kurz vorm Dschungel. Und die Frage ist, baue ich mich jetzt ein und es wird eine Ich habe ein Reisebett dabei. Ich kann schlafen. Schlafen wir? Oh, das gibt's ja auch, richtig. Na, ich bin im falschen Bett, da stand Franz drauf. Anderes Bett. Liegt drin. Meine guten Augen. Mit seinen Dreckfüßen. Ich bin gleich zu Hause. Ich liege mitten im Wald. Mitten im Wald liege ich. Bin gleich zu Hause. Ich hab mich und ich liege. Isa! Ich liege mitten im Wald. Liebe Waldkraft da. Liege gerade im Bett. Liegt ihr auch gerade im Bett? Nein, so, nicht mehr. Liebe Grüße. True. Ja, einfach einmal mal eine WhatsApp-Nachricht. Ey, wir brauchen noch eine WhatsApp-Gruppe hier. Nein, einfach nur für irgendwelchen behinderten Scheiß. Behindert sagt man nicht. Ich hab doch gar kein Internet. Für den geistig sparsamen gar kein Internet. Das Problem ist, ich finde für meinen Nokia 3210 einfach keine Apps. Diese Werbung wurde Ihnen präsentiert von Schrammel. Samsung! Was? Nee. Wisst ihr, ihr baut da so krasses Zeug und ich... Ich wohne in einem Haufen voll Erde. Ja, aber so unter einem krassen Zeug. Baum. So krasses Zeug. Aber für den Baum bin ich ja nicht verantwortlich, der war ja schon. Fährt. Oh, jetzt hab ich Autosortieren gedrückt. Hör auf. Also man kann aus Wachs kann man gar nichts machen, ne? Nee, irgendwie nicht. Habe ich auch nichts rausgefunden. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, kein Rezept und gar nichts. Dann schmeiß ich das in den Komposter. Lucky B schon ausgequetscht. Fülle jetzt auch gerade Sachen in den Komposter. Fühl mich ökologisch. Wir müssen ganz viele Bienen machen mit Dagi A, Dagi C. Ich habe aber Dagi B. Royal Jerry und dann kann ich eine neue Dagi B daraus machen. Das ist ja cool. Pferd. Nice. Na, ich wusste nicht, dass Pferde nicht mit Wasser kompatibel sind. Nee, da brauchst du auch eine Leine, um das dann überhaupt nur irgendwie rüberzukriegen. Ich habe meine Leine nicht dabei. Oh, Schrammo. GG, du Nappel. Oh, man kann das nicht mal in den Komposter packen, na gut. Komm schon, Pferd, wir waren immer Freunde. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Du willst das Allerbeste sein. Wie keiner vor dir war. Ja. Dam, dam, dam. Ich hab dir noch nicht meinen Namen gegeben, aber ich taufe dich sofort Anton, also komm hier raus, Anton. Anton? Was ist da los? Welche Geschichte steckt hinter Anton? Nichts. Ach, ich wollte ja mal Eisen nochmal verbrennen, also hier besseres Eisen. Ja, dann kriegst du besseres Eisen. Genau. Da kannst du so total geile Zäune mitmachen, habe ich gesehen. Geil, Zäune, das ist genau das, was ich brauche. Ja, aber wirklich richtig schöne, so richtig hübsche Gartenzäunchen. Du hast meinen Zaun noch nicht gesehen. Den du 5-mal umgebaut hast? Ja, aber nur, weil du mit deinen Infos immer nur so stückchenweise rausdrückst. Ich habe ihn immer erst machen lassen, habe ich gesagt, aber du könntest auch. Oh, jetzt bin ich fertig. Theoretisch betrachtet wäre es möglich, dass du dumm. Ich bin hier. Hallo, Anton. Kaktussengrün. Also, wow, ich muss mal bei diesem Zwilling sagen. Kakao? Die sind total nutzlos. Isa, brauchst du noch Kakao? Ich hab Kakaobohnen angepflanzt bei mir. Ich hab jetzt tonnenweise. Okay, dann komme ich mal bei dir besuchen. Nein, brauche ich nicht. Du kannst Wuschel, kannst du welche geben dann?
Ah, wo genau. Schon? Leider. Oh, nee, ich hab mich verguckt. Das ist gar kein Kakao hier. Mm. Es gibt Rache. Ach, wo schön. Oh, Freundin. Ja, alles gut. Ich bring dir Kakao mit, ja? Yay! Können Pferde unter Wasser atmen? Ja, die können Seepferde vielleicht, aber nicht die. Die können durch ihren Hintern ertrinken. Weil irgendwie ist das jetzt gerade so unter Eis. Das und ist eher schlecht. Aber Schammo, Eis ist mein Pferd ist tot. Anton. Oh, Rob, Anton. Aber ich hab meinen Sattel und ein Leder, also hab ich noch Gewinn gemacht. Oh, Rob, Anton.